viele Anime bekommen bald eine Fortsetzung und wir wissen, wann genau sie starten. Einige Hammer-Serien erscheinen bei uns auf Disc. Die zweite Staffel der One Piece Live-Action-Serie ist startbereit und wenn es nach Japan gehen würde, gäbe es keine Videos über Anime und Videospiele. Das alles und noch viel mehr hier in den Anime News. So ist es mal wieder Dienstag, 15 Uhr und wir gehen die Nachrichten der Woche durch. Im Vergleich zur letzten Woche sind wir heute deutlich positiver gestimmt. Also drücke gerne auf den Like-Button und vergiss nicht zu abonnieren, um keine guten Anime-Nachrichten mehr zu verpassen. Legen wir los mit den Fortsetzungen. Brutal wird es gleich in Goblin Slayer. So geht es ja bald weiter mit der zweiten Staffel. Jetzt wissen wir, wann mal wieder auf die Goblins Jagd gemacht wird. Und zwar am 6. Oktober. Dies ist ein Freitag, perfekt für den Fernsehsender ProSiebenMax. Denn an dem Tag ist es ja immer Zeit für die Anime-Nacht. Und genau das nutzt man auch aus. So wird die erste Folge am gleichen Tag um 23.15 Uhr gezeigt. Natürlich im Free-TV. Hammer, oder? Ist schon fast so, als wäre man in Japan. Wer aber keinen Bock auf Fernsehen hat und den Anime nicht später bei Join nachholen will, kann auf Aniverse ausweichen. Die werden ja die Serie auch zeigen. Hoffentlich dann auch möglichst zeitnah. Streamen kann man den Anime auf Prime. Nächstes Jahr soll Staffel 2 dann auch von Animoon auf Disc rauskommen. Leider eine schlechte Nachricht habe ich dann zu Our Last Crusade or the Rise of a New World. Dieser Action-Romance-Anime erzählt ja so ein bisschen die Geschichte von Romeo und Julia neu. Mit verfeindeten Lagern, die gegeneinander kämpfen, aber die Anführer verlieben sich ineinander. Eigentlich sollte Staffel 2 noch in diesem Jahr starten, aber jetzt wurde sie auf das nächste verschoben. Konnte man sich schon denken, da sie eben nicht für Herbst angekündigt wurde. Also die letzte Season in diesem Jahr. Mann, ging das schnell vorbei. Ihr habt also noch genug Zeit, um sie bei Crunchyroll nachzuholen. Die haben sich auch gleich die Fortsetzung geschnappt. Erneut in eine andere Welt tauchen wir mit The Saint's Magic Power is Omnipotent ein. Und da braut mal wieder unsere heilige Sei ein paar heftige Tränke zusammen. Ich habe die Serie ja extra für Staffel 2 nachgeholt und sie hat mir echt gut gefallen. Also gönnt sie euch. Sieht hammer aus und ist schön romantisch. Am 3. Oktober können wir dann erneut in die Welt eintauchen und sehen die Charaktere wieder. Wo man sie streamen kann, wissen wir noch nicht. Staffel 1 lief bei Crunchyroll. Hoffentlich dort auch die zweite. Japan wird dann wieder unsicher gemacht in Tokyo Revengers. So steht ja da im Herbst die dritte Staffel an, welche den Tenjiku-Arc adaptiert. Auch hier wissen wir nun, wann genau die Kämpfe erneut ausbrechen. Nämlich am 3. Oktober. Dann soll es wohl auch wieder bei Disney Plus losgehen. Die haben sich ja nicht nur die Rechte an der zweiten Staffel, sondern auch an der dritten geschnappt. Staffel 1 gibt es dagegen nur bei Crunchyroll. Nächstes Jahr wird dann auch der Anfang der Serie bei uns auf Disc erscheinen. Ein absolutes Highlight im Isekai-Bereich ist dann wieder der Eminence in Shadow. Wann zieht der Meister der Schatten wieder los? Welche Stadt wird als nächstes unsicher gemacht? Welche Dame tritt nun seiner Organisation bei? Und in was für crazy Situationen wird Cid noch gesteckt? Das alles und noch viel mehr werden wir am 4. Oktober erfahren. Aktuell wurde die Serie nur für High Dive angekündigt. Aber ich hoffe, dass man sie auch bei Aniverse streamen kann. Und nicht nur kaufen auf Akiba Pass TV. Streamen kann man wie gesagt Staffel 1 bei Aniverse. Aktuell erscheint die Serie auch bei uns auf Disc. Hoffentlich wird sie bald auch ausgeliefert. Da gab es ja Produktionsschwierigkeiten. Und machen wir dann gleich weiter mit Hammer-Fortsetzungen. Und da wäre einmal News zu Blue Exorcist. Denn dieser Anime, dieser Action-Anime bekommt ja eine dritte Staffel. Und jetzt wissen wir auch, wann es losgeht. Und zwar im Januar 2024. Ist also gar nicht mehr so lange hin. Auch bald erscheinen tut ja die zweite Staffel bzw. der zweite Part von Dead Mount Death Play. Und jetzt wissen wir auch, wann genau. Und zwar am 9. Oktober. Außerdem erhält die Filmreihe Kisumonogatari einen Zusammenfassungsfilm. Ist sicherlich ganz nett. Ob dieser jemals zu uns kommt, wissen wir noch nicht. Soll am 12. Januar 2024 in die japanischen Kinos kommen. Dann gibt es einen kleinen Teaser zu der vierten Staffel von Black Butler. Da wird der Schul-Arc so ein bisschen vorgestellt, zumindest die Charaktere. Wird sicherlich in den nächsten Monaten auch ein paar mehr Infos geben, also zum Beispiel, wann genau die vierte Staffel startet. Musikalisch wird es dann wieder in Love Live Superstar und dieser Musik-Idol-Anime bekommt eine dritte Staffel und zwar im nächsten Jahr. Das wurde jetzt angekündigt. Auch das Spin-Off zu Azur Lane bekommt eine zweite Staffel. Also Azur Lane hier. Eine ganz nette Action-Serie mit halt Schiffen im Fokus, die halt dann von ein paar netten Damen repräsentiert werden. Und das Spin-Off fokussiert sich dann eher auf die Comedy-Aspekte. Und dann noch eine Hammer-News haben wir zu Madoka Magica. Denn dieser Magical Girl Dark
Dark Magical Girl Anime bekommt einen vierten Film. Wie die meisten schon wissen, die ersten zwei Filme sind eigentlich nicht wirklich relevant, die fassen nur nochmal die erste Staffel zusammen, aber der dritte Film, der ist wirklich wichtig für die Story und der sah auch Hammer von den Animationen aus, von den Kämpfen. Über die Geschichte kann man diskutieren, ich fand ehrlich gesagt das Ende von der ersten Staffel ziemlich nice, aber wie gesagt, der dritte Film sah auf jeden Fall fantastisch aus und jetzt soll es mit einem vierten Film weitergehen. Dieser soll im Winter 2024 in die japanischen Kinos kommen. Wann er natürlich bei uns erscheint, wissen wir noch nicht oder ob überhaupt. Deutsche Synchro-Fans, nun aber aufgepasst. So wird nämlich Attack on Titan weiter vertont. Da warten ja die Fans gespannt auf den zweiten Teil vom dritten Part des Finales. Ja, klingt kompliziert, ist es auch. Und nun wurde angekündigt, wann Teil 1 synchronisiert wird. Und zwar ist er jetzt schon draußen. Am 11. September ist das Special bei Crunchyroll erschienen. Wann es jedoch vorbei ist mit der Serie, wissen wir aktuell noch nicht. Auch Disney Plus synchronisiert ja neue Anime. Und da geht es mit Bleach, Thousand Year Blood War weiter. So ist die erste Folge davon mit deutscher Synchro angelaufen, also vom zweiten Teil. Wie schon beim ersten wurden fast alle Synchronsprecher ausgetauscht, also im Vergleich zum ursprünglichen Anime. Mal schauen, wie es KSM mit der Neuveröffentlichung macht. Nicht genug vom Filmemachen kann aber wohl Hayao Miyazaki bekommen. So wurde ja gerade von ihm The Boy and the Heroine veröffentlicht. Doch trotz seines Alters mit 82 will er sich nicht in den Ruhestand begeben. Er kann es einfach nicht sein lassen. Ähnlich also wie viele Mangaka, die sagen, ja, das Ganze wird bald enden, nur um dann noch 5 weitere Jahre dran zu hängen. Natürlich wurde noch nichts Konkretes angekündigt. Und es kann am Ende sein, dass das Ganze nur ein Kurzfilm wird oder ein anderes, kleineres Projekt. Aber warten wir es ab. Hoffentlich gibt es auch bald eine Ankündigung für den Film, also wann er zu uns kommt. Auf eine Disc gepresst werden dann wieder die Anime, die ich dir jetzt vorstellen werde. Horror-Action-mäßig geht es gleich los mit Corpse Princess. So soll dieser Anime nach 15 Jahren bei uns auf Disc rauskommen. Drehen tut sich alles um die gute Makina. Doch der geht es nicht so dolle, denn sie wurde mit ihrer Familie ermordet. Aber sie erwacht plötzlich als Shikabane Hime wieder auf. Oder auf Deutsch als lebende Leiche. Ausgerüstet mit einer Maschinenpistole geht sie nun auf die Suche nach ihrem Mörder. Unterstützt wird sie lustigerweise von einem Priester. Werden die beiden ihren Peiniger finden oder schafft sie es doch, ihre Rachegelüste zu überwinden? Am 17. November soll dann die erste Volume von Crunchyroll erscheinen. Hoffentlich kann man sie dort auch bald streamen. Classroom of the Elite Fans können sich nun über die nächste Ankündigung freuen. So erscheint ja dieser Drama-Anime mit dem super schlauen Protagonisten bald bei uns auf Disc. Staffel 1 soll am 1. Oktober rauskommen und nun wissen wir auch, wann es mit der zweiten weitergeht, nämlich am 8. Dezember. Auch hier wird die Staffel gleich komplett als Gesamtausgabe veröffentlicht. Streamen kann man die Serie bei Crunchyroll da auch schon mit deutscher Synchro. Sportlich wird es dann wieder ein Blue Lock. Auch diese Serie presst man bald auf Disc. Angepfiffen wird das Ganze am 8. Dezember, da kommt die erste Volume bei uns raus. Mit dabei ist ein Sammelschuber, ein Wimpel, Artcards, ein Booklet und ein Poster, sowie die Bonus-Episoden. Auf jeden Fall eine nette Ausstattung. Am 12. Januar geht's dann gleich schon mit der zweiten Volume weiter, die schließt dann die erste Staffel auch ab. Und nicht vergessen, der Anime soll ja noch eine zweite Staffel plus einen Film erhalten. Der startet in den japanischen Kinos im Frühjahr 2024. In Nostalgie schwelgen wir dann mit Dragon Ball Z. Die Serie soll ja erstmals auf Blu-ray erscheinen. Und dann auch neben der deutschen Synchro mit der japanischen Vertonung plus Untertitel. In den Kampf ziehen wir dann am 17. November. Da soll die erste Volume mit Episode 1 bis 35 rauskommen. Auch die ursprüngliche Dragon Ball Serie erscheint ja gerade zum ersten Mal auf Blu-ray. Die vierte Volume davon kommt am 20. Oktober raus. Leider ist sie immer noch nicht streambar, aber ein paar Filme gibt es bei Crunchyroll. Und dann müssen wir nochmal über One Piece reden, denn die Live-Action-Serie schlägt immer höhere Wellen. So fragen sich schon alle, wann die zweite Staffel angekündigt wird. Beim Produktionsstudio ist man mit den Vorbereitungen scheinbar fertig. Das Drehbuch für Staffel 2 ist geschrieben und wenn das Go von Netflix kommt, wäre man in einem Jahr und ein paar Monaten mit der Fortsetzung fertig. Doch wird es überhaupt weitergehen? Dies ist immer wahrscheinlicher, da nicht nur die Serie sich in vielen Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts katapultiert hat, sondern auch dort für lange Zeit blieb. Außerdem habe Netflix den Verantwortlichen mitgeteilt, dass die Erwartungen deutlich übertroffen wurden. Ein Problem wird nur der Streik in Hollywood der Autoren bzw. Schauspieler sein. Sollte der nicht schnell gelöst werden, könnte es zu
Schwierigkeiten kommen. Außerdem kann man gerade zur Feier der Veröffentlichung der Serie den Manga kostenlos lesen. Sogar auf Deutsch. Und zwar bei readme-onepiece.com/de. Zumindest die ersten 12 Bände. Wie lange die jedoch online bleiben, wissen wir nicht. Kommen wir nun zu einer traurigen Realität für Anime- und Videospiel-YouTuber. Japan mag uns scheinbar nicht. Oder zumindest der japanische Gesetzgeber. Das haben sie jetzt wieder gezeigt, als sie einen Let's Player zu einer 2-jährigen Haftstrafe verurteilt haben. Zum Glück auf Bewährung. Und nur weil er die Visual Novel Steins Gate Let's Played hat. Es ist schon traurig, dass gerade Japan was dagegen hat. Ein Land, wo man immer denkt, dass es so fortschrittlich ist. In dem Anime, Manga, Light Novels, Videospiele und so weiter eine riesige Fangemeinde haben, die Doujinshis anfertigt. Also Fanmanga. Und so natürlich auch das Originalwerk bekannter machen. Selbst Nintendo hat es doch eingesehen. Aber nun, viele von euch sind doch sicherlich durch ein Video von mir auf den ein oder anderen Anime aufmerksam geworden, oder? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Noch mehr krasse Ankündigungen gibt es dagegen in dem Video oben rechts und für viele Hammer Isekai Anime geht zum Video um links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Über welche Anime News hast du dich gefreut? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt mir Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann.